Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Old World 4x4. Genau, ich hole mir erstmal ein paar Blöckchen und baue hier vorne diese Dinger zu. Ja, die sind die übelsten Dinger, die übelsten Fallen. Bin ich so oft schon reingelaufen. Das ist ein richtiger Troller, der diese Map gebaut hat. Jetzt sind sie zu, alles gut. Lol. Der Sovranov ist mir nachgejoint. Ist eine starke Sache. Entschuldigung, ich habe mich da mal kurz weggedreht. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Sonst hätte ich nämlich meinen Husten voll ins Ohr bekommen. Ich glaube nicht, dass das so angenehm wäre. Was habe ich zu sagen? Am Anfang haue ich jetzt direkt die Infos raus, Leute. Also, wenn ihr jetzt in den letzten Tagen oder in den nächsten Tagen auf unseren TS joint, also ich hoffe, wir haben ihn morgen, dann werdet ihr sehen, Alter, der hat ja nur 4 Slots. Und dann sage ich euch jetzt einfach mal, ja, hat der nur. Weil wir im Moment wechseln auf einen neuen TS. Und der wäre eigentlich schon vorgestern ausgelaufen. Ne, gestern. Aber da ich mir dachte, komm, wir brauchen den vielleicht noch für ein paar Besprechungen oder um Abonnenten das zu sagen oder so. Deswegen dachte ich mir, lässt du den einfach nochmal. Nein, geh weg, geh weg! Boah, danke, ey. Ich war One-Hit, ey. Alles klar. Da ich mir dachte, wir brauchen den vielleicht noch für irgendwelche Besprechungen oder so, habe ich mit meinem unglaublich reichen Nitrado-Guthaben von 1,30 Euro den Server auf 4 Slots für 30 Tage nochmal verlängert. Deswegen ist der direkt voll und wir müssen euch bitten, da so wenig wie möglich drauf zu gehen. Wir kriegen einen neuen gesponsert. Der wird 100 Slots haben und ich hoffe, dass er so bald wie möglich da ist. Da kommt nochmal ein Infovideo zu IP, die Stars, ebenso der Sponsor, da wird auch nochmal erläutert halt, ne, kennt ihr ja, falls euch schon mal jemand gesponsert hat, was ich eher nicht glaube, aber falls ihr ach shit, ey, ich hatte schon wieder die Abhornimation, sorry, dass ich manchmal näher ins Mikro komme, aber ich lehne mich dann halt so rein, genau, also da werden wir nochmal alles sagen, der wird 100 Slots haben, ist eine coole Sache. Ich bedanke mich auf diesem Weg auch nochmal bei unseren Sponsoren. Das ist ein Gaming-Clan, aber dazu werde ich ja noch alles kommen. Was ist noch so passiert? Ja, wenn ihr wollt, dass wir eine Serie machen, die nennt sich Achievement Hunter oder so in Bed Wars, dann schreibt es bitte in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch da. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, Tobi auch. Mir fehlen nämlich zum Beispiel noch so ungefähr 5 Achievements in Minecraft Bed Wars. Und ich habe schon Bock, mir die alle zu ergattern. Tobi auch. Und wenn ihr dabei sein wollt, lasst einfach einen positiven Kommentar da. Dann werden wir die Serie machen. Sonst halt nicht. Sonst holen wir uns die alleine. Das kommt halt ganz drauf an, was ihr dazu sagt. Weil ihr seid dann wieder hier die Könige. Da kommt einer, Leute. Leute, juckt euch nicht, oder? Hab ihn. Alles gut. So, der Lukas Rosi. So. Nein, will ich nicht. Okay, dann. Ich brauche das gar nicht. Ach, Mann. Jetzt muss ich den benutzen, ey. Also, ich beschwere mich gerade darüber, dass ich einen Bogen kriege, aber ich will den gar nicht. Hier, nimm du den TNT-Blocker. Nein! Du musst den Bogen nehmen, Alter. Es sind 4 Gold. Hier. Da. Nimm. Ja, danke. So, jetzt hat er einen Bogen. Kann der auch noch ein bisschen auf die Base aufpassen. Da kommt ein voll equipter Blauer. Severanov ist tot. Coole Sache, Severanov. Vielleicht passt du nächstes Mal so ein bisschen mehr auf dein Leben auf. Vielleicht holt er sich nächstes Mal auch ein bisschen mehr Rüstung oder so. Das wäre eine ganz amüsante Sache, würde ich sagen. Gott sei Dank habe ich den Bogen vorher abgegeben. Ich bin einfach draufgegangen. Juckt mich nicht. Er wird wahrscheinlich denken, ich hatte den Bogen dabei. Hatte ich aber nicht. Ist halt die starke Sache vom Torben. Kennst du ja mittlerweile, dass der Torben ein bisschen vorausschauend agiert. Und wenn der Torben rushen will... Ach man, komm schon. Ich will doch... Lass mich bitte das letzte Bett kaputt machen. Bitte, danke, Arm. Ich muss die irgendwie dazu zwingen. Ja, dass sie mir... Also, bei den Achievements fehlen noch ungefähr 5 Stück. Die will ich auf jeden Fall aufnehmen. Tobi fehlen noch ein bisschen mehr. Bei dem machen wir dann halt noch ein bisschen mehr. Vielleicht aus Tobis Sicht, vielleicht aus meiner Sicht. Wissen wir noch nicht ganz, wie wir das regeln. Auf jeden Fall, wenn ihr das wollt, lasst eine positive Bewertung da und schreibt es bitte einmal in die Kommentare, damit ich
Falls euch das Video nämlich auch so gefällt, könnt ihr natürlich auch eine positive Bewertung da lassen. Und deswegen schreibt einfach nochmal in die Kommentare, ob ihr denn dieses Projekt haben wollt. Dieses, was ich dann eben mit Tobi machen werde. Vielleicht auch mit Flo, je nachdem, ob der Bock hat. Weil Flo ist in letzter Zeit so ein bisschen, ich weiß es nicht. Der muss sich eigentlich auch immer ein Projekt raussuchen und so, aber der ist im Moment ein bisschen low. Also, er braucht immer für alles ein bisschen länger gerade. Ich glaube, es juckt ihn nicht richtig, dass ich gerade in der Mitte bin. Ne, juckt ihn tatsächlich. Ne, macht ja auch nichts. Ist auch nicht so wichtig, Lukas, Rosi. Ach man, die haben einen Bogen. Ach man, das ist ja mal so low, ey. Ich dachte, ich kriege jetzt deren Bett. Also es ist nicht low für die, aber für mich ist es low. Schade, ich wollte halt wieder mal alle... Ich wollte mal wieder den Gummimode bringen. Das ist ja das Achievement. Das habe ich aber schon lange mit allen gegnerischen Betten in einer Runde kaputt machen. Habe ich schon. Macht nichts. Ich wollte es mir jetzt gerade nochmal verdienen. Ich hoffe, wir können diese Achievement-Sache zusammen durchziehen. Ich würde mich freuen. Ist in Ordnung, Gelber. Box einfach mal. Danke. Geht ja auch gar nicht klar soweit. Ich muss erstmal kurz hier deren Eisen einsammeln. Können die ja nicht wieder verwerten. Ich habe das kurz beschlagnahmt, weil ja, ihr wollt andere Leute damit töten, das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin gegen den Krieg. Mein Name ist Tom. Das war natürlich irgendwie zahar. Ich bin so dumm, ich habe meinen Nachnamen gerade in der Aufnahme gesagt, den muss ich wegbiegen. Wie inkompetent ich bin einfach. Oh Mann, ich vergesse das nicht. Ich darf das nicht vergessen. Wenn ich das vergesse, dann... Nein, da gibt es kein Aber. Ich darf es nicht vergessen. Ende. Ich darf es einfach nicht vergessen. Mehr gibt es dazu nicht. Jo. Keine Ahnung, bei wie vielen Minuten war das? 7 Minuten ungefähr, alles klar. Minute 7. Muss ich mir im Nachhinein nochmal reinziehen. Nein! Ja! 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 Ich hab's. Jawohl. Ah, ich dachte schon, dass das nichts mehr wird. Aber es wurde doch was. Gut, jetzt haben wir das einzige im Bett. Minute 7, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich vergesse das eh. Nein, ich schreibe mir das jetzt direkt gleich auf. Nach der Runde Minute 7. Namen rauspiepen. Alles klar. Gebonkt. Boah, ich bin aber auch inkompetent, weißt du? Ich sag einfach, irgendwas habe ich gesagt. Mein Name ist Torben Dadada. Weil es nicht unbedingt förderlich, ne? Wenn ihr es wüsstet. Dann, da hätte ich nicht so viel Bock drauf, müsst ihr verstehen. Na, das, ich dachte mir dann einfach, komm, baust du jetzt hier einen Block hin, das könnte vielleicht das Ganze ein bisschen aufwerten. Aber, ja, also es ging dann halt so, ne. Super Saiyajin wurde übrigens getötet, aber der gute X-Crafter wurde auch getötet. Ich werde angestupst. Kann mich gerade nicht jucken, er fällt einfach runter. Ach man, es gibt solche Leute, die sind so cool. Ja, er fällt einfach runter. Er wollte auch nicht mehr spielen. Unser schöner Grüner wurde jetzt hier getötet. Ramsa HD ist online, Leute. Ihr müsst wissen, Ramsa HD ist der krasseste YouTuber der Weltgeschichte, ja. Den kannte ich schon. Da war ich noch gar nicht. Da war ich noch in dem Bauch meiner Mutter, ja. Nein, war ich eigentlich nicht. Aber Ramsa HD haben wir kennengelernt mal. Ich und meine Kollegen aus der Stufe. Und ja, wir waren, als wir seinen YouTube-Kanal gesehen haben, waren wir eigentlich direkt absoluter Fan. Wir haben eine Fangemeinde gegründet und so. Ramsa HD ist offline, schade. Auf jeden Fall, ihr könnt das Ganze nachgucken auf seinem Kanal. Ihr werdet, damit habe ich jetzt, wenn ihr einfach mal drauf guckt, ihr werdet direkt überzeugt von ihm sein. Er ist ein junges Talent aus Deutschland. Wir wollen das ein bisschen fördern hier. Ramsa HD ist auf jeden Fall ein krasser YouTuber. Ihr könnt ihm ja alle mal vielleicht einen Daumen hoch da lassen auf seinen Null-Videos. Aber ja, er ist auf jeden Fall ein kranker Typ einfach. Er hat es einfach verdient, 12 Abos zu haben oder so. Und genau, weil er steckt viel Zeit in YouTube. Er hat sich einen eigenen Banner gemacht. Er hat keine Videos. Ich meine, da ist ein ordentlicher Zeitaufwand hinter.
Und ich gönne es ihm auch einfach, dass er dann seine 12 Abonnenten da hat. Und ich hoffe, dass da auch noch ordentlich Zuwachs kommt. Ramsey D ist auch wieder online. Das ist auch immer, ist cool, wenn Ramsey D, weißt du, diese Nachricht, die erfreut mich immer ein bisschen. Und jetzt darf ich sie gerade erleben und das macht mich schon ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Ich freue mich immer wieder, Ramsey D zu sehen. Ich habe bisher leider nur ein Screen mit ihm, da war er durchsichtig, als wir noch in Aura PvP gespielt haben, da habe ich ihn kennengelernt. Habe ich natürlich direkt mit dem Screenshot geholt. Ja, also es ist echt schwer, an den Screenshot mit ihm zu kommen, weil er eben immer ziemlich beschäftigt ist. Und ja, ein Blauer ist tot, das ist sehr gut. Geilo. Ich habe ein bisschen Angst vor dem in der Mitte. Der hat nämlich übelst viel Gold. Oh, der hat hier oben keine Verbindung mehr. Der ist natürlich nicht so stark, Torben, was du da machen willst. Aber wir belagern den jetzt einfach, nicht wahr? Na, jetzt zieht der wieder auf mich. Finde ich natürlich dann nicht so in Ordnung. Bam, bam, bam. Guck dir die Kombo an. Guck dir die Spitzhacken-Kombo an. Ah ja, egal. Immerhin hat er Angst bekommen, weißt du? Weil er hat meine krassen PvP-Skills gesehen. Hätte ich mal ein Schwert dabei gehabt. Vielleicht hätte ich ihm... Und ein Chestplate. Dann hätte ich es ihm, glaube ich, sogar gegeben. Mit der Kombo. Also ich glaube, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich hätte geschätzt, er wäre tot. Aber ich bin ja auch... Ich weiß es ja auch nicht alles. Bin ja auch nicht allwissend. Wäre ich manchmal gerne, bin ich aber nicht. Juckt mich eigentlich auch nicht, ob du mich abschießt. Das interessiert mich. Ach, diesmal nehme ich ein Schwert mit. Weil ich will es ja einfach mal... Uff, ich nehme ein Schwert mit. Ja, läuft doch. Alter, was habt ihr hier gemacht, bitte? Und warum chillst du hier und nicht an unserer Base, wenn ich mal ganz, ganz blöd fragen darf? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Da hat er ein bisschen gespammt. Fand er auch ziemlich cool. Ja, wir müssen ihn halt irgendwie kriegen, ne? Ich hole mal ein paar TNT-Sheeps. Erst ein bisschen Essen zum Regeneraten. Und dann ein bisschen Sophia. Sophia meine ich natürlich. Ich glaube, wir gehen die Runde gerade zu siegessicher an. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass wir die noch verkacken. Das, boah, Alter, mach doch nicht so gefährliche Sachen hier. Seve, ey. Puh. Also mit dem TS wisst ihr ja jetzt Bescheid. Den neuen gibt's dann halt bald. So. Sophia-Attacke, kommt. Sprengt ihn weg, bitte, Leute. Bitte, ich weiß, dass ihr das schafft. Ihr könnt das schaffen. Ja, jetzt kommt auch noch der Kollege an. Ja, er boxt ihn nochmal runter, sehr gut. Aufhalten, er darf jetzt nicht wegrennen. So, bleib hier, bleib auf dem Boden der Tatsachen. Ja! Ja, wir haben ihn weggesprengt. GG, das war richtig cool. Aber warum haben wir dafür keinen Kill bekommen? Ich glaube, wir haben ihn... Nee, wir haben ihn nicht weggesprengt, schade. Egal, dafür haben wir 3 zerstörte Betten. Also, war doch ganz gechillt. Er hat eine 9er KD, Alter. GG. Ja, auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich muss bei 7 Minuten meinen Nachnamen wegpiepen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach. Ramsey D ist nun offline, das ist eine wunderbare Verabschiedung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.